So, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar will ich euch heute mal den Spectator-Modus von CSGO zeigen, weil den finde ich echt richtig, richtig geil. Weil zum Beispiel versuchen ja ganz viele Spiele so einen Spectator-Modus einzubauen, wo man sich halt die Runden nochmal erstmal, also jemand anders halt zugucken kann oder sich später angucken kann. Und zum Beispiel hat der hier ganz viele coole Features, was in anderen Spielen wie zum Beispiel COD oder Battlefield total fehlt. Und zwar super Satz. Kannst du eigentlich schon total in die Tonne kloppen. Auf jeden Fall kannst du hier halt mit Shift F2 das halt ändern. Und zwar könntest du dir dann zum Beispiel mal einfach alles in Slow Motion angucken. Und zwar, da werden es dann nicht weniger FPS, sondern es wird halt alles nur ein bisschen langsamer. Und du kannst dir dann nochmal richtig geil angucken, wie du es eigentlich hingekriegt hast. Hier auch Viertelgeschwindigkeit. Ja, das ist... Guck mal, wie schlecht man schießt. Ja, nochmal ein paar Mal schießen. Naja, auf jeden Fall ziemlich geil. Auf jeden Fall hier kann man nochmal so einen Röntgenblick kann man halt an- und ausschalten. Ne, mit dem sieht man dann halt die eigenen besser oder auch nicht. Ne? Und Z-Profil anzeigen, mit Maus kann man halt hier durch die Leute switchen, Third-Person, Free-Fly-Modus und Free-Fly-Modus und Röntgenblick, da sieht man dann die Gegner hier auch durch die Wände und wo wer genau hinguckt. Und das könnte zum Beispiel für sowas spannend werden. Ne, man pausiert das halt und dann guckt man mal, wie gut hat man eigentlich wirklich geschossen hier. Ne? Und sowas. Ne, das kann man sich ja alles ganz geil angucken. Und ja. Das Spiel macht das wirklich richtig, richtig gut. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und zwar Counter-Strike, eines der genialsten Spiele, die es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Und ja. Auf jeden Fall interessant. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Das Gameplay werde ich jetzt glaube ich nicht zu Ende laufen lassen. Lohnt sich ja gar nicht. Ne? Nuke, die Map kennt ihr vielleicht noch aus CSS. Ist hier nicht so stark verändert worden. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Achso, das will ich dann doch noch zeigen. Und zwar kann man hier noch so geil, ja, zum Beispiel Wege anzeigen. Zum Beispiel bin ich der Meinung, er wird jetzt hier lang gehen und versuchen die zu bashen und das und das und das und okay, es wird wahrscheinlich nicht stimmen. Bis dahin. Tschüss.